Solche Brillen liegen im Trend. Sie gehören zu den neuen 3D-Fernsehern und sorgen dafür, dass rechtes und linkes Auge perspektivisch leicht versetzte Bilder zu sehen bekommen. Allerdings fehlt es bislang an Programm. Es gibt kaum Blu-ray-Discs, die das neue Verfahren unterstützen. Deshalb spendieren die TV-Hersteller ihren Geräten eine Trickschaltung, die normale 2D-Signale etwa aus dem Fernsehen in 3D-Programme umwandelt. Sogar der Tiefeneindruck lässt sich dabei im Menü des Fernsehers verstellen. In den ersten Momenten ist das immer ganz faszinierend, aber spätestens, wenn man mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde geguckt hat, sieht man Effekte, die nicht natürlich sind. Objekte, die von vorne nach hinten springen und umgekehrt. Also da ist die Technologie noch nicht weit genug, dass es wirklich ein überzeugendes Ergebnis gibt. Wie auch. Schließlich muss der Fernseher im laufenden Programm entscheiden, welche Elemente er nach vorne zieht und welche hinten bleiben. Anhaltspunkte dafür liefern scharfe und unscharfe Bereiche im Bild. Die Basis für diese Technologie liegt darin, zu analysieren, wo ist der Focal Point und wo ist das Geblurrte. Und dann werden die Sachen umgerechnet. Ein richtiges 3D-Bild mit zwei Kameras hat natürlich mehr Informationen und demnach ist es auch viel, viel besser. Doch wie fügt man diese zweite Kamera hinzu, wenn am Set nicht gleich in 3D gedreht wurde? Hollywood macht es vor. Selbst 3D-Blockbuster wie die beiden abschließenden Harry Potter-Teile oder Kampf der Titanen werden nachträglich am Computer konvertiert. Wie das geht, haben wir uns von Experten zeigen lassen. Allerdings nicht in Hollywood, sondern in Stuttgart, bei einem Unternehmen, das Werbespots aus der zweiten in die dritte Dimension überführt. Ein langwieriger Prozess mit viel Handarbeit. Die normale 2D zu 3D-Konvertierung bei einem Werbespot dauert so circa 2 bis 3 Wochen. Das hängt ein bisschen von der Komplexität der Szenen ab. Gibt es nur den 2D-Film als Vorlage, müssen einzelne Elemente erst daraus isoliert werden. Dieses Auto etwa zeichnet der 3D-Spezialist in einem Programm am Computer nach. Er legt dabei für jedes Einzelbild im Film exakt die Umrisse des Wagens fest. Anschließend wird das Fahrzeug in einem 3D-Programm am Rechner nachgebaut. Als Drahtmodell lässt es sich drehen und aus jeder Perspektive betrachten. Mit etwas Farbe auf dem virtuellen Lack könnte das Auto so schon durch einen Animationsfilm fahren. Damit das 3D-Modell ganz natürlich aussieht, wird es aber mit dem ausgeschnittenen Originalbild belegt. Zwei virtuelle Kameras im Computer zeigen nun schon den 3D-Effekt. Aus Sicht des rechten und des linken Auges ergeben sich leicht unterschiedliche Perspektiven. Im letzten Schritt wird das Auto mit anderen 3D-Elementen und dem Hintergrund zu einem dreidimensionalen Bild vereint. Es ist kein wirkliches 3D, sondern immer nur eine Annäherung an 3D, weil auch wir können keine dritte Dimension neu erschaffen. Wir täuschen das Auge quasi damit. Doch die Täuschung gelingt. Für jedes Auge berechnet der Computer einen eigenen Film mit korrektem Blickwinkel. Dieser Aufwand kostet natürlich. Ein durchschnittlicher Werbespot von der Länge von 30 Sekunden kann man so im Bereich von 20.000 bis 30.000 Euro ansiedeln. Aber auch das hängt sehr von der Komplexität ab. In Spielfilmen wie Kampf der Titanen ist die Komplexität oft besonders hoch und damit auch der Preis. In Hollywood zum Beispiel ist es so, dass man ungefähr 60.000 Dollar pro Minute bezahlt, um einen Film von 2D nach 3D zu konvertieren. Das ist natürlich klar, dass das in Echtzeit nicht so gut funktionieren kann. Und wäre von TV-Geräten für ein paar tausend Euro sicher auch zu viel verlangt. Doch die Technik schreitet rasant voran. Und die Rechenleistung in TV-Geräten wächst munter mit. Schon bald werden Fernseher so viel Rechenpower haben wie ein Computer. Und dann klappt vielleicht auch die Umrechnung von 2D in 3D besser.